Smart Data in Tourism. Das heißt also Smart Data vom Tourismus, aber auch Smart Data für den Tourismus. Also Data allgemein. Wir müssen über den Tourismus da ein bisschen hinausdenken. Und ich weiß, dass Smart Tourism schon ein Thema war in den vorigen Zusammentreffen hier, aber das ist ein Begriff, der sehr viel missinterpretiert wird. Und ich möchte eben damit beginnen, dass wir da ein bisschen uns überlegen, was heißt eigentlich Smart Tourism. Also beim Smart Tourism geht es eben wirklich um integrierte Bemühungen in der Destination, um Daten zu sammeln und zu aggregieren. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, diese auch zu nutzen. Ich kenne viele Unternehmen, vor allem die eine Masse an Daten haben, und aber gar nicht wissen, wo die sitzen und auch nicht wissen, wie sie die wirklich nutzen können. Also es geht dann auch um den Einsatz von Technologien, dass man die Daten dann auch umwandelt in konkrete Erlebnisse vor Ort und wirklich da Wertschöpfungsmöglichkeit eben schafft für die Anbieter. Aber beim Smart Tourism, das kommt ja ursprünglich von diesen Smart Development Goals der United Nations, da geht es eben nicht nur um Effizienz, sondern auch um Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Also das müssen wir uns schon eben immer da auch uns erinnern dran, dass diese Ziele da groß angeschrieben sind. Beim Smart Tourism gibt es diese Layers und wie wir gestern schon vom Dieter Fenzel gehört haben, auf der Basislayer ist eben diese Physical Layer, da geht es eben nicht nur um Gebäude, sondern auch Transportation, aber zum Beispiel meine Kollegen in Tasmanien, in Australien, haben einen ganzen See mit Sensoren ausgestattet, damit die wissen, dieser See, der hat oft eine Algenplage und die Sensoren melden sofort, wenn diese Algen zum Wachsen anfangen und die können dann in den See rein die Gegenmaßnahmen setzen und das ist natürlich auch für die Besucher was Schönes, weil dann stinkt dieser See nicht und ist nach wie vor eben zu nutzen. Also die physikalische Grundlage wird dann mit diesen Technologien, mit den Sensoren, mit Kameras, CCTV ausgestattet. Da geht es eben auch darum, dass man halt dann die Connectivity hat, das Internet, weil sonst geht es halt nicht. Und das ist natürlich eine Problematik, vor allem im ländlichen Raum. Und zusammen wird diese Cyber-Physical oder Digital-Grundlage eben gelegt für den Smart Tourism. Dann gibt es natürlich das Datenlayer, weil diese Technologien produzieren Daten und die produzieren eben Echtzeitdaten. Und diese Echtzeitdaten, die müssen dann eben verwaltet und aggregiert werden. Also es gibt dann auch einen Governance Layer, der sich um diese Daten kümmern muss. Und von diesem Governance Layer werden dann diese Daten zur Verfügung gestellt. Also es geht auch um das Stichwort Open Data. Und dann gibt es eben die Anwendungen, die Wertschöpfung, der Business Layer. Aber ganz oben steht natürlich das Erlebnis, die Erfahrung vor Ort und da gibt es dann eben die Touristen, die das verwenden, diese Anwendungen. Und durch die Verwendung, wie wir dann sehen werden, wenn wir diese App runterladen, entstehen natürlich auch wieder Daten. Also Smart Tourism ist dieser Datenzyklus, der da entsteht. Und wir müssen uns überlegen, okay, wie kreieren wir den, sondern wie managen wir diesen Datenzyklus. Also Smart Technology und Smart Data gemeinsam schaffen einen Interaktionsraum, der jetzt wirklich ganz anders ist, als wir über die Branche jetzt nachdenken. Ich würde jetzt zum Beispiel als Impuls auch geben, dass vielleicht die Tourismusbranche in dem Sinne nicht mehr geben wird im Smart Tourism. Weil diese Akteure in diesem Interaktionsraum, das können die Landwirte sein, das können die Einwohner sein über Airbnb, das können irgendwelche Startups sein, die sich dann einlinken, also nicht nur traditionelle Tourismusbetriebe. Die Wertschöpfungskette, das Wertschöpfungssystem im Smart Tourism, da steht eben
da groß Konsument, also bewusst nicht der Tourist, sondern im Smart Tourism kümmern wir uns jetzt wirklich nicht darum, ob das jetzt der Franz Hinterecker aus Innsbruck ist oder der Karl-Heinz Friedrich Müller. Es ist ein Konsument, der kommt mit seinem Umfeld, seinem sozialen Netzwerk zu uns in die Destination und der produziert eben Daten. Es geht eben auch darum, dass das nicht unbedingt aktiv sein muss. Wenn man bei einem Sensor vorbeiläuft, wird schon eben Daten werden da produziert. Und ich glaube, die von euch, die im Hotel Neuhaus untergebracht sind, haben gestern schon gesehen, dass die Klientel vielleicht nicht so aktiv im Internet also aktive Users sein werden. Und das ist im Smart Tourism, da braucht man nicht unbedingt Smart Tourists. Also das geht auch passiv. Die Daten in der Cloud, Open Data, werden dann von diesen Werteumwandlern eben verwendet. Also keine Betriebe jetzt in dem Sinn, sondern Werteumwandler, die dann diese Anwendungen zur Verfügung stehen. Jetzt gibt es durch diese Infrastruktur sehr viele von diesen Digital Traces, Massen an Daten. Aber wenn wir Daten sagen, dann Daten ist schon wieder die nächste Stufe da. Also Digital Traces, das ist alles von der Technologie eben gesammelt. Daten, das heißt schon wieder, die werden für einen bestimmten Zweck gesammelt. Also wenn wir sagen Smart Data, dann müssen wir uns überlegen, was ist der Zweck dieser Sammlung. Und aber für die Wertschöpfung brauchen wir Business Insight. Und das sieht man schon, da brauchen wir Bedeutung und Kontext und wir brauchen auch Struktur und Einbettung. Also diese Digital Traces, die sagen uns nicht wirklich viel, sondern wir müssen da wirklich auch dann was machen, das aggregieren, das strukturieren und in den Kontext wieder umwandeln, damit wir diesen Insight dann haben. Wenn Daten was wert sind, dann geht es leider auch oft so, dass es dann ums Hamstern geht. Und das wissen wir alle. Es gibt viele Firmen in der Welt, die hamstern gern Daten. Und die verstauen die Daten auch dann gern in irgendwelchen Datensilos. Und die sind halt nicht zugänglich. Und im Smart Tourism ist das wirklich ein großes Problem. Also wie das Klopapierhamstern voriges Jahr uns allen zu schaffen gemacht hat, ist auch das Datenhamstern für den Smart Tourism eben eine Herausforderung. Jetzt gibt es schon irrsinnig viele spannende Projekte in der Welt, wo man eben sagt, okay, um dieses Datenhamstern eben zu aufzulösen, dann haben wir eben diese Data Hubs, die Open Data Movements, wo wir halt sagen, okay, als Tourismusorganisation schauen wir, dass wir wirklich Daten da zentral auch zusammenbringen. In Brasilien, die Kollegen dort sind sehr aktiv, die haben wirklich für alle Bundesstaaten, Provinzen und die großen Städte schon Data Hubs, also the Brazilian Network of Tourism Observatories. Also Observatory, auch wenn man sich die überlegt, also Sternwarte oder Wetterwarte, da sieht man schon, was da dahinter steht, dass man wirklich die Daten auch nutzt, um ein Gefühl zu bekommen, was los ist im Tourismus. Ich mache sehr viele Sachen in Südkorea und die Koreaner sind da schon lange sehr aktiv, wo die auch natürlich Korea Technologiestandort. Die haben das vielleicht ein bisschen leichter, aber wo die wirklich mit Open Data sehr viel schon machen im Tourismus und wo die aktiv mit den Startups zusammenarbeiten. Da gibt es auch regelmäßig Wettbewerbe für Startups, wo man halt sagt, okay, wir haben diese Daten im Tourismus, was könnt ihr jetzt machen damit? Aber wir brauchen gar nicht so sehr in die Ferne schauen. Es gibt auch bei unseren Nachbarn einige tolle Initiativen. Im Kanton Wallis gibt es so ein Observatory.
wo die wirklich die Touristiker mit der Schweizer Telekom, aber natürlich Schweiz auch mit den Banken und mit den Kreditkartenfirmen und mit dem Handel, das sehr gut zusammenarbeiten und irrsinnig viele Daten haben, die sie eben mit den touristischen Daten da verbinden können. Wir haben vor ein paar Tagen in Düsseldorf ein Meeting gehabt und die Deutschen haben natürlich gleich gesagt, ja, das ist schön und gut, die Schweizer haben halt ganz andere Datenschutzbestimmungen, da geht es leichter. Aber im Grunde genommen ist das das Ziel, dass wir uns wirklich da auch vom Tourismus her mit anderen Branchen vernetzen. Und wie gesagt, auch in Deutschland, da hören wir heute noch mehr drüber, gibt es auch wirklich tolle Initiativen schon in Sachen Open Data und Knowledge Graph. Jetzt gibt es alle diese Daten und trotzdem bin ich eben vorige Woche in meinen Air Canada Flieger gestiegen, Flug Toronto nach Wien. Und da war dann auch gleich, da waren Bilder von Österreicher und also von Wien auf den Bildschirmen, super Stimmung, hat mir gleich gefallen. Und dann schaue ich genau und dann steht doch dann wirklich, für die, die nicht Französisch reden, das Parlament von Australien dort. Also in Zeiten von Google Translate und Google Maps fragt man sich schon, wie das passieren kann. Ja, da wünscht man sich gleich wieder die künstliche Intelligenz. Muss aber dazu sagen, dass nach wie vor eben Datenqualität wirklich ein großes Thema ist hier. Und ja, Datenqualität für die, die wir manuell eingeben, für die, die von den Leistungsträgern kommen, aber auch die Datenqualität von der künstlichen Intelligenz. Da wird dann gleich schnell eine Frau mit einem Telefon zum Call Girl. Das ist ein wirkliches Beispiel. Und das bin ich in der Fondazione Prada in Mailand, wo die künstliche Intelligenz mich da als Psycholinguist irgendwie identifiziert hat. Ich weiß nicht, was, vielleicht die Brille. Ja, also es ist nicht alles perfekt und darum müssen wir wirklich im Smart Tourism schauen, Datenkontrolle, Datenqualität. Wir haben auch eine Krise der Analyse im Smart Tourism. Und da geht es eben wirklich darum, zuerst einmal, dass wir gar nicht wissen, wie soll man jetzt die ganzen Daten da analysieren, wieder auch, weil wir vielleicht den Zweck der Datensammlung vergessen haben oder nicht richtig vorbestimmt haben. Es geht aber auch darum, dass wir zu sehr objektivieren und diese persönlichen Handlungen und die persönlichen Daten dann einfach an Bedeutung verlieren, weil wir wissen halt dann gar nicht, okay, was sind das jetzt für Touristen, die das dann wirklich machen. Wir reden auch nicht genug darüber, was Daten eigentlich auch kosten. Wir sind das jetzt so gewohnt von Google, dass wir glauben, dass das alles gratis ist, was wir da machen. Wir überlegen jetzt nicht jedes Mal, wenn wir Google was eintippen, dass irgendwelche Serverfarmen wahrscheinlich in Island irgendwo sitzen. Also Kosten in Sachen Datenschutz, Kosten in Sachen auch ethische Fragen, also Diskriminierung, das ist halt leider auch ein großes Thema. Und die Daten, die künstliche Intelligenz kann da nicht einfach drüber hinwegsehen, die werden dann genauso diskriminierend wie Menschen leider. Aber auch die Datenverwaltung, und das haben wir auch jetzt in Düsseldorf gehört, alle Tourismusbüros sagen, ja, das ist schön und gut, aber ich habe einfach das Personal nicht, dass ich diesen Knowledge Graph da immer stelle. Und eben die Belastung der Umwelt. Wir haben gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Thema für Smart Tourism, aber gleichzeitig haben wir eben Energiekosten, wir haben die Kosten von Chips und so weiter. Wir wissen das jetzt von den ganzen Cryptocurrencies, da ist es natürlich
also wirklich so schlimm, dass das vielleicht, dass wir uns das eher überlegen, aber alle Daten kosten uns was, alle Daten kosten Energie. Gut, also im Smart Tourism geht es eben nicht nur um die Technologie, sondern wirklich um einen Prozess, wo wir auch Strategie brauchen, wo wir auch Vernetzung und Zusammenarbeit brauchen und wo wir uns wirklich als Destination oder Region überlegen müssen, was sind diese Endziele? Also wie sehr wollen wir jetzt der Lebensqualität fördern mit diesen Daten? Also nicht nur ökonomische Ziele, sondern auch Lebensraum schaffen, Lebensqualität schaffen. Jetzt haben wir während der Pandemie auch gesehen, dass der Tourismus alleine ja oft dann gar nicht so alleine dasteht, sondern dass da wirklich auch die Einwohner gern unsere Sachen eben nutzen. Ich bin mir sicher, dass in Meierhofen jeder gern in Skifahren geht und Klettern geht und Radfahren geht. Und dieses Smart Tourism Konzept ist ein bisschen limitierend in dem Sinne. Und wir haben jetzt auch gemeinsam mit den koreanischen Kollegen überlegt, wir müssen wirklich schauen, wie wir Smart Tourism und die generelle Smart City Development oder Smart Region Development auch verkoppeln können. Weil, wie gesagt, im Smart Tourism geht es nicht so sehr um den Tourist, wo der herkommt, sondern was der wirklich macht in der Destination. Also Smart City und Smart Destination zusammen ergeben was Größeres. Und es geht auch um Infrastruktur. Und als Tourismus können wir uns das nicht leisten. Es geht um Transport, es geht um Energie und somit müssen wir da zusammenarbeiten. Was für mich ganz toll ist, und das wird auch den Andreas und wer auch immer noch da herinnen sitzt von einem Tourismusverband, sehr freuen ist, und ich bin da wirklich sehr optimistisch, dass Smart Tourism wirklich eine Renaissance der Tourismusverbände darstellt. E-Tourism, das war so wirklich eine also eine Redundanz von den DMOs, wo die Hotels gesagt haben, ich kann meine eigene Webseite machen, ich brauche jetzt nicht den Tourismusverband dafür, ich kann jetzt direkt vermarkten. Smart Tourism geht halt nicht, weil wir diesen Governance Layer brauchen. Und da kann wirklich der Tourismusverband Großes leisten, wirklich da diese Daten auch zu aggregieren und auch auf der Destination zu schauen, Lobbyarbeit zu leisten und dann wirklich die Entwicklung dieser Anwendungen zu unterstützen. Von meiner Seite aus, was macht so ein Smart DMO? Die müssen eben diese Ressourcen und diese Akteure da mobilisieren. Die müssen auch diese Partnerships unterstützen. Ich habe vor ein paar Tagen eben in Düsseldorf gesagt, der Tourismusverband im Smart Tourism, das ist wie Tinder. Also die müssen Plattformen schaffen, wo sich diese Akteure eben dann auch treffen können und schauen können, wie passen wir zusammen. Und ich glaube, dieses Event hier ist auch so eine Plattform, wo das passieren kann. Die müssen auch aktiv eben managen und verwalten. Die müssen auch schauen, was ist los in der Destination, wo gibt es vielleicht Druckpunkte, wo wir eben Daten brauchen. Shapeshifting, das heißt, die müssen eigentlich Mädchen für alles sein. Die müssen auch dann einmal einspringen und wirklich ein Akteur sein, ein Anwender sein, ein Werteumwandler sein und also nicht nur Governance. Und dann Stewardship, das heißt halt Verantwortung. Verantwortung übernehmen für die Destination und das ist halt das Schwierige. Gut, was braucht man dazu? Wir brauchen die Technologie, wir brauchen die Daten, aber wir brauchen auch ein Smart Tourism Mindset. Und bei Smart Tourism, da geht es wirklich um Zukunftsdenken. Und das ist schwierig im Tourismus, weil wir sind alle so beschäftigt damit, dass wir schauen, wo kriegen wir die Fachkräfte her, wie schaffe ich jetzt die Buchungsauslastung und da bleibt halt nicht viel Zeit für die Zukunft.
Diese Tektopias aber, die sind nicht wirklich motivierend für einen Standort, für eine Destination. Also das ist eine Grafik von den Spaniern, die machen sehr viel auch im Smart Tourism. Und da sieht man aber, dass da nur ganz vereinzelt gibt es irgendwelche Maxeln, die haben halt so eine Kamera umhängen, das sind die Touristen. Aber in dieser Destination gibt es keinen einzigen Einwohner. Und es gibt halt nur Technologie und deswegen kommen Touristen nicht und vor allem nicht ins Tillertal. Da geht es eben wirklich darum, dass man das erlebt, Meierhofen. Also Technologie als Mittel zum Zweck, nicht als Endziel. Und wirklich eben dieses Smart Tourism Mindset, das uns dieses Umdenken eben ermöglicht. Und da geht es wirklich um eine gemeinsame Vision. Und das ist halt schwierig im Tourismus. Wir wissen, es gibt immer verschiedene Stakeholders, die da an verschiedenen Strängen ziehen. Gut, dieses Mindset, das darf auch kein fixes Mindset sein. Das muss ein Mindset sein, eine Einstellung. Da geht es ums Lernen. Da geht es auch um einen Kompass, damit man schaut, okay, sind wir wirklich am richtigen Weg? Die Daten, wenn man so wie ich ein Data-Junkie ist, dann wird man gleich sehr ganz excited über die ganzen Daten und verliert vielleicht eben dieses Endziel oft. Es geht auch darum, dass man die Werte verankert drinnen. Also Smart Tourism ist nicht wertfrei und somit müssen wir uns wirklich überlegen, okay, was sind jetzt diese Werte, die wir da in der Destination fördern wollen. Im Tourismus fragen wir uns oft, was müssen wir machen als Destination, damit die Touristen kommen. Im Smart Tourism ist die Fragestellung eigentlich umgedreht. Was kann der Tourismus uns bringen? Tourism für wen? Wofür? Für welchen Zweck? Wie können wir profitieren vom Tourismus als Lebensraum? Was brauchen wir vom Tourismus? Also das sind wirklich wichtige Fragen, die man sich stellen muss. Kreativität, wir wissen das, wir haben das gesehen bei Google, es geht ums Experimentieren und da geht es halt auch darum, dass man dann oft eine App, wenn die dann nicht funktioniert, halt auch aufgeben muss. Und das ist schwierig, weil alle haben da investiert und haben Zeit und Geld reingesteckt und dass man dann sagt, okay, wir haben das jetzt probiert, aber das hat nicht so funktioniert. Das ist halt immer dann politisch vor allem eine ganz schwierige Situation. Also das Experimentieren muss da verankert sein in der Destination. Und es geht auch um die liquide Denkhaltung. Im Smart Tourism, mit diesen Smart Data, mit dieser Echtzeit-Datenwelt, mit der wir da konfrontiert sind, da ist halt alles im Fluss. Und da kann es halt dann schon sein, dass man andauernd halt wirklich auch dann umdenken muss. Also Smart Tourism Mindset, das ist nicht was, was wir einmalig da festlegen, sondern wo wir uns immer damit auseinandersetzen müssen. Und sehr oft passiert dieser technologische Wandel nicht im Tourismus, der passiert irgendwo im Silicon Valley und da ist dann halt leider auch die Wertschöpfung im Silicon Valley. Airbnb ist ein Problem, die sitzen halt in San Francisco und die haben halt von den örtlichen Gegebenheiten sehr wenig Wissen oder auch Verständnisse. Also aktiver Wandel mit diesen Smart Data, das braucht Offenheit, Beweglichkeit, Agilität, Wandlungsfähigkeit, wirklich zu akzeptieren, dass wir da uns engagieren müssen. Gut, das war jetzt einmal der erste Teil ein bisschen. Von was jetzt passiert schon im Smart Tourism, wo wirklich Daten als das Lebenselixier der Smart Destination sind. Also ohne Smart Data geht halt gar nichts. Und wo Smart Data die Lösung sind, aber auch eine Herausforderung. Wo wir ein Smart Tourism Mindset brauchen
und da wirklich auch uns überlegen müssen, wie können wir das Smart Tourism Mindset kreieren und dann auch umsetzen. Na, heute geht es um die Zukunft auch und ich habe eine schlechte Nachricht, es geht schon wieder weiter. Smart Tourism, das ist schon wieder, okay, Smart Tourism ist schon da und der nächste Schritt steht uns schon bevor und das ist das Metaverse. Also wir haben gesagt, wir haben beim Smart Tourism the physical und digital layer eben. Und jetzt kommt da dieser Virtual Layer, diese Mirror World dazu und dieses Metaverse, das ist jetzt seit, vor allem seit März eigentlich, dieses Jahres in aller Munde und ich hoffe, dass wir heute auch da ein bisschen diskutieren können drüber, was das bedeutet für uns. Und da würde ich jetzt gern auch noch kurz, wie viele Minuten haben wir noch? Da schau ich. Gut, 10, gut. Dann zeige ich nur kurz ein Video, wie das ausschauen kann. Und ja, schauen wir mal und dann sage ich ein paar Worte drüber. Sun is down, I'm freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Wir haben genug gesehen. Wenn Sie sich das Ganze anschauen wollen, da gibt es auch im YouTube die 9-Minuten-Zusammenfassung. Und dieses Konzert hat also zum ersten Tag 12 Millionen und insgesamt 28 Millionen Leute angezogen. Und die haben da nicht nur zugeschaut, sondern die haben da wirklich auch im Fortnite die mussten bei der Bühne sein in der Nähe und die haben dann auch über NFT ein Ticket gehabt, um bei diesem Konzert eben teilzunehmen. Gibt es irgendwelche Gamers im Publikum? Ja? Also ihr kennt euch sicher noch besser aus als wie ich, aber ja, das war halt lange Zeit jetzt alles in der Gaming-World ein Thema und jetzt wird es wirklich so, dass viele Leute eben sagen, okay, das wird das nächste Internet. Wir haben das Internet gehabt, wir haben das Mobile-Internet gehabt und jetzt gibt es eben das Metaverse. Manchmal wird auch das Spatial-Internet, Embodied-Internet, Internet of You, Internet of Value genannt. Also es geht vom Information Superhighway, also von den Daten per se zum Value Superhighway. Wie kann man diese virtuellen Experiences da gestalten? Ich habe ein paar Metaphern dann noch herausgeschrieben. Ich habe es jetzt nicht übersetzt, weil ich mir gedacht habe, das Englische eigentlich klingt besser. Und ich habe nicht genau gewusst, wie man auf Deutsch das sagt, aber eben diese parallele Wirklichkeit, die Mirror World, ein Layer, der über unser Leben dann drüber geht, wirklich die Immersion, also die kein Platz jetzt, wo man unbedingt hin muss, sondern dieses Metaverse wird uns überall hin begleiten. Und der Mark Zuckerberg sagt ihm auch, das ist ein Internet, wo wir ein Teil von diesem Internet sein werden.
Wem es interessiert noch weiter, weil ich halt nur ein paar Minuten jetzt Zeit habe, Matthew Ball ist so wer, der viel darüber schreibt. Und da geht es eben wirklich darum, dass dieses Metaverse jetzt von diesen Gaming-Plattformen abgesehen jetzt wirklich groß aufgezogen wird. Und es geht eben um 3D, es geht eben um Persistence. Also es ist jetzt nicht so, dass das in ein Game, da kann man aufhören und dann kommt man wieder rein. Diese Metaverse Worlds, die werden sich entwickeln, ob man da jetzt drinnen ist oder nicht. Und es geht eben darum auch, das ist eine Vernetzung von Erfahrungen, von Applications, von Hardware, von Produkten, von Infrastruktur. Natürlich, wieso jetzt, wieso so groß? Weil die alle die Cryptocurrencies und die NFTs eben entdeckt haben. Und jetzt geht es eben nicht nur um Extended Reality in diesem Metaverse, sondern auch wirklich um Wertschöpfung. Gibt schon irrsinnig viele Leute, die da sehr viel Geld machen. Und es geht eben auch darum, dass wir jetzt neue Datenstandards brauchen. Es geht um Openness, um 3D, also so wie wir im HTML gehabt haben für das normale Internet, müssen wir uns überlegen, was sind diese 3D-Datenformaten. Es geht um Hardware, Interoperability, Scalability und wirklich Continuity, wo eben ein User jetzt nicht nur mit seinem Profil, sondern mit dem Avatar und mit der NFT-Kollektion da einfach in die Destinationen in diesem Metaverse dann reingeht. Hardware-mäßig gibt es auch schon einiges, das sich da tut. Wir wissen ja, Google Glass, ja, das war halt ein Experiment, aber es wird uns sicher noch begleiten. Jetzt haben wir schon die Snapchat Spectacles. Facebook hat mit Ray-Ban schon die Sonnenbrillen da kreiert. Amazon wird die Echo Frames rausbringen, heuer noch, und Apple hat iGlass auch schon am Horizont. Aber auch softwaremäßig tut sich einiges, also Adobe Aero in dem Bereich und Nvidia Omniverse, das sind halt große Firmen, die dann wirklich investieren und schauen, wie schaffen wir auch Software, die uns hilft, dieses Metaverse zu gestalten. Natürlich Fortnite, WebXR, das sind große Players und Unity und Unreal, das ist wie iOS und Android im Mobile-Internet. Werden wir sehen, wer da gewinnt, aber diese Plattformen existieren und da geht es sehr viel schon um Fortschritte. Es geht auch schon um den Verkauf von diesen NFTs, da müssen wir als Destination schon fragen, okay, was haben wir? Was Leute sammeln wollen, was die vielleicht auch kaufen wollen. OpenSea ist so ein großer Marketplace schon. Ich weiß nicht, ob wer Kinder hat, da in jüngere Kinder, die sind schon alle in Minecraft und Roblox und Sandbox ist mehr developermäßig schon unterwegs, aber da tut sich einiges und die nächste Generation der Touristen, die sind aufgewachsen in diesem Metaverse. Es geht auch schon um Virtual Real Estate, also Decentraland und Upland. Crypto Voxels, das sind diese großen Players. Ich weiß nicht, ob man Meierhofen schon kaufen kann im Metaverse, ob schon wer die NFT-Tokens hat für den Real Estate hier. Und ja, ich muss dazu sagen, okay, das klingt jetzt alles so technisch, aber Facebook hat schon gesagt, wir sind eine Metaverse-Company und wenn Facebook das einmal sagt, dann steckt auch sehr viel Geld dahinter. Also das wird sicher passieren. Gut, um das jetzt abzuschließen, wieder verbinden, was heißt das jetzt für Daten? Dieses Metaverse heißt, dass wir dann wieder ganz andere Datenquellen haben. Wir haben nicht einmal jetzt gescheit diesen Smart Tourism geschafft. Jetzt müssen wir uns schon überlegen, wo kommen die Daten dann her in diesem Metaverse. Da geht es dann wirklich um Immersion und Echtzeitdaten, komplexe visuelle Daten natürlich, Krypto, da geht es auch um Datenherkunft und Datenrechte
Und im Smart Data ist es ja so, da haben wir diese Dashboards, wir können schauen, was los ist. Und jetzt müssen wir uns dann überlegen, was sind die Datenerlebnisse, die wir dann in diesem Metaverse haben. Gut, dann sage ich danke und hoffentlich gibt es einige Fragen für mich.